Nach dem Penalty-Krimi gegen Brøndby hat man gehofft, dass die Initialzündung von der Ali Reden endlich eingetroffen ist. Gegen Lugano kommt aber gerade die Ernüchterung. Der FCB dominiert zwar, er bringt den Ball aber nicht über die Linie. Die Folge ist die erste Niederlage in der Meisterschaft. Das diskutieren wir heute mit den beiden Gästen. Einerseits der Patrick Kramen, der neue U21-Nazi-Trainer, und unser FCB-Experte Ernie Meissen. Ja, zuerst mal, Patrick, herzliche Gratulation zum neuen Job. Jetzt ist es ein halbes Jahr her, wo du entlohnt worden bist als FCB-Trainer. Wie schwierig ist das für dich, das zu akzeptieren? Ja, natürlich in dem Moment, was passiert ist, ist es schwierig gewesen. Es war auch für mich ein bisschen überraschend vom Zeitpunkt. Und ich habe das jetzt für mich aufgearbeitet und bevor dass ich neue Herausforderungen habe, und da freue ich mich auch extrem drauf. Es hat auch diesen Sommer hat es wieder einige neue Spieler gegeben beim FCB. Wie schätzt du das Kader ein vom FCB? Gut, gut. Ich glaube, mit dem Nuhu vor allem hat man endlich den Abwehrchef gefunden, der ein bisschen Erfahrung hat, der dieser Mannschaft, dieser jungen Mannschaft, auch junge Verteidigung kann Halt geben. Und ich glaube, in der Offensive hat man enormes Potenzial. Wenn die Jungs da vorne Dampf machen mit dem Speed, den sie haben, dann ist das, ja, dann ist das für die Zukunft sehr interessant. Ja, aber einmal mehr hat gestern der FCB sich für eine gute Leistung nicht können belohnen. Entsprechend gross ist natürlich der Frust nach der ersten Liga-Niederlage. In der Nachspielzeit verwünscht der FC Lugano die Basler mit zwei Konter und bringt damit alle drei Punkte ins Tessin heim. Auch wenn der FCB die Niederlage aufgrund des Spielverlaufs nicht verdient, nervt sich der Alex Frey enorm ab dem verlorenen Punkt. Grundsätzlich hasse ich es zu verlieren. Und ich habe schon mal gesagt, dass wenn du nicht gewinnen kannst, dann darfst du nicht verlieren. Und das war schlichtweg naiv gewesen, zweimal, wo einfach auf diesem Niveau nicht passieren darf. Aber wir tun nicht Kritik. Ich tue das generell für die Mannschaft, aber eigentlich so, dass ich immer die Mannschaft schützen werde, in der Öffentlichkeit, aber intern ist der Ton wesentlich anders. Dabei könnte der FCB das Spiel schon viel früher entscheiden, aber es ist Woche für Woche das gleiche Bild. Der FCB rennt an, bringt den Ball aber nicht über die Linie. Kannst du nicht wahnsinnig unzufrieden sein mit dem Spiel? Ich bin einfach unzufrieden, wie sich das Spiel entwickelt hat. Das geht nicht. Da gibt es viele Sachen, die auch zufriedenstellend sind. Aber es gibt einzelne Sachen, die überhaupt nicht zufriedenstellend sind. Und das müssen wir schleunigst regeln. Weil sonst wird es wirklich schwierig. Ja. Eigentlich hat man schon gehofft, dass die sogenannte Initialzündung am Donnerstag nach dem gewonnenen Penalty-Krimi endlich eingetroffen ist. Aber der Knoten, der ist noch nicht geplatzt. Nein, so wie es aussieht, nicht. Nein. Aber wie gesagt, wir haben dort gewinnen. Keiner kann sich etwas vorwerfen. Der Trainer hat uns super eingestellt. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist die Chanceauswertung. Es ist schwieriger, zu erklären. Also genau das ist, aber wie gesagt, wir wollten gewinnen und wir sind enttäuscht. Am Ende des Tages bringt es nicht wahnsinnig viel, immer zu sagen, du spielst gut, du dominierst Spiel, aber du hast keine Punkte. Das funktioniert im Fußball nicht so. Selbstverständlich verfallen wir aber nicht in Aktionismus. Ich glaube an die Mannschaft, wir glauben alle an die Mannschaft. Irgendwann muss das anhängen, aber es wäre langsam an der Zeit, dass es schneller geht als länger. Und darum fordert der Thailand Chaka von sich und seinen Spielern eine Steigerung. Anfangen tut das in jedem einzelnen Training. Jeder muss besser werden im Training. Und vor allem das machen, das probieren zu umsetzen, was wir noch nicht so gut machen. Einfach härter trainieren und daran glauben. Aber Zeit zum Grosstrainieren hat der FCB momentan gar keine, weil die Regeneration bei diesem dichten Spielplan mit 3 Spielen pro Woche dominieren muss. Zeit fehlt ein bisschen für gewisse Sachen zu regeln. Ja, wir sind dran. Psychologisch ist klar, es ist eher ein mentaler Aspekt. Aber es geht auch ein bisschen im Gier, im Willen, in absoluten Goal wollen zu machen. Für mich interessiert eigentlich herzlich wenig, ob von 30 Metern in den Winkel schießt oder von 2 Metern mit dem Oberkörper ins Goal hineindrückst. Aber die Gier geht uns ein bisschen ab und dort müssen wir uns wesentlich schnell entwickeln. Umso länger das geht, desto grösser könnte der Abstand gegen Führer werden. Natürlich will man dieser jungen Mannschaft Zeit geben, Zeit, die am FCB in dieser Saison aber schon fast langsam ausgeht. Ja, Ernie, nach dem Erfolg am Donnerstag haben viele gehofft, dass das die Wende ist. Umso grösser ist jetzt auch die Enttäuschung bei dir auch.
Natürlich ist die Enttäuschung gross. Man hat jetzt wieder gemeint, jetzt ist der Knopf aufgegangen, man hat einen tollen Erfolg gefeiert, eine magische Nacht gehabt, am Donnerstag, aber es hat überhaupt nichts genützt. Und ich höre da viel so ein bisschen Durchhalteparolen, man muss Zeit geben und man darf den Kopf nicht ins Sand schieben, man muss mehr arbeiten und so. Das Problem ist ein bisschen, die Mannschaft, die hat keine Goalgetter drin. Die hat viele gute Stürmer, die vom Stil her alle etwa gleich sind. Wenn sie Raum haben, können sie hervorragend Triple nachführen. Ein neuer Paradebeispiel. Wenn es enger wird, verlieren sie die Übersicht. Und je näher zum Goal, dass sie sind, je mehr verlieren sie die Übersicht und tun zu schnell dann zum Teil auch abschließen und so. Und das grösste Problem ist in dieser Mannschaft, dass man im 16er innen keinen Knipser hat, wie dazu mal der Cabral war. Weil ich bin überzeugt, dass so ein Spieler wäre in den Spielen, die bis jetzt waren, 100% ein paar Mal am rechten angestanden und hat den Ball, wie der Alex so schön sagt, mit der Kniescheibe oder mit dem Oberkörper über die Linie geschoben. Eben auf diese Spiele können wir noch sprechen. Patrick, der Saisonstart ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem von letztem Jahr. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt haben die, glaube ich, 13 Goal mehr geschossen. Täuscht das vielleicht ein bisschen, weil die letzte Saison eigentlich ein zu guter Start war? Oder wie schätzt du das ein? Ja, nein, ich glaube, es sind jetzt andere Voraussetzungen. Wir sind gut rausgekommen, wir haben die Goal können schiessen. Ich meine, der Match gegen Servette, das Heimspiel, wo wir hoch gewonnen haben, das wäre jetzt genau gleich möglich gewesen, wenn die Vielzahl Chancen einfach verwertet worden wären. Und wir haben ja dort in diesem Match haben wir 5 verschiedene Goalschützen gehabt. Aber es ist schon ein bisschen die Richtung, die Erni sagt, dass vielleicht jetzt einer momentan ein bisschen fehlt, wo regelmässig Goal schiessen tut. Man hat das auch ein bisschen wollen, dass man breiter aufgestellt ist, dass man mehr Torschützen hat. Und ich glaube auch eben, und ich bin auch überzeugt, dass die Mannschaft in Zukunft das auch wird hergeben wird. Weil die Spieler vorne, der Amdouni, der Zekiri, Ndoye, die haben regelmässig wirklich sehr grosse Chancen. Auch der Miller über die Seite, oder? Wenn ich zum Beispiel an die Aktion gegen Brömpi denke, wo er von der Seite reingeht. Je mehr dass er in diese Situationen kommt, das nächste Mal, auch eben mit dem Druck, der war, in diesem Match, dann haut er vielleicht eben unter die Latte. Und das hat er ja schon gezeigt. Und ich glaube, die Jungs die brauchen einfach das Erfolgserlebnis. Und dann nachher, wird man das in der Breite auffangen, wo vielleicht letzte Saison einen sehr oft gemacht hat. Ja. Du hast letzte Saison hast du gesagt, dass der super Saisonstart euch nicht unbedingt geholfen hat im Verlauf dieser Saison. Also es ist so ein bisschen, dass wir zu viele Erwartungen geweckt haben. Kann es jetzt in dieser Saison gerade umgekehrt der Fall sein, dass man jetzt vielleicht den FCB schon abschreibt, aber jetzt hat er Zeit, um sich zu steigern? Ja, das ist schon ein bisschen so, oder? Wir haben dann, was ein bisschen schwieriger geworden ist, das relativ schnell, ist natürlich die Positivität, die am Anfang gesehen ist, ein bisschen weggegangen. Und jetzt bin ich überzeugt, dass eigentlich mit den Wochen, es darf jetzt auch der Abstand nicht zu groß werden, aber über die Wochen, dass man dann eben hinten raus, wenn es dann richtig gegen das Ende von der Vorrunde geht, dass man dann eben vielleicht das Gegenteil der Fall hat und in einen Flow reinkommt. Und das muss jetzt eigentlich auch Schritt für Schritt das Ziel sein, dass man da hinkommt. Ja, und statistisch gesehen ist es wirklich der schlechteste Start vom FCB in der Geschichte der Super League. Das alarmiert ja schon auch ein bisschen, obwohl ja die Leistungen oder sportliche eigentlich meistens stimmt. Ja, die Spiele an und für sich sind nie richtig schlecht, außer halt, ich wiederhole mein erstes Spiel, aber schlussendlich im Fußball zählen am Schluss Goal. Und da kannst du noch so toll spielen fürs Auge, dich bemühen machen. Ende, wenn der Schiri abpfifft, zählt nur noch das Resultat. Und das ist wirklich der schlechteste Start, den der FCB bis jetzt hatte, seit es die Super League gibt. Und das Problem ist, jetzt sind auch viele Mannschaften voraus vor dem FCB, die einige Punkte Vorsprung haben. Um die zu überholen, wird nicht einfach, weil die holen auch immer wieder Punkte. Einmal die, einmal die. Und wenn es nur ein ist, der vorne dran ist, oder zwei, wenn die mal eine Schwäche zeigen, kommst du dran an. Aber jetzt kann man sich wirklich nichts mehr erlauben. Sonst kommt man gar nicht mehr hinten richtig raus. Und das gibt zusätzlichen Druck zu dem an, wo man schon jetzt hat, weil man keine Goal schießt, weil man eigentlich recht gut spielt. Auch viel Abschlüsse vor
allem aus der zweiten Reihe hat. Aber das hilft nicht unbedingt dem FCB, dass man so einen Start jetzt hat. Gut, schauen wir kurz auf ein paar Szenen vom gestrigen Match. Schauen wir gerade auf die zwei Konter am Schluss. Dort, so darf man nicht verteidigen, oder? Das ist zu inkonsequent. Ja, das ist es so. Seht jetzt hier der FCB am Angreifen, dann verliert man hier vorne den Ball. Und dann, klar, Lugano, die glauben halt auch an sich, dass sie hier noch etwas bewegen können. Das sind im Prinzip 5 gegen 5. Keiner greift jetzt auch ihn richtig an. Man wartet ein bisschen, schaut ein bisschen, was geht. Und hier auch innen stehen eigentlich zwei Verteidiger. Und der Luganese ist der Einzige, der Mutterseelen allein dort hinten steht. Und das darf doch nicht passieren, wenn man ein Spiel nicht will verlieren. Und das ist die eine Szene, die halt zeigt, man ist nicht bereit gewesen, um alles dafür zu tun, dass nichts passieren kann. Oder man glaubt vielleicht nicht einmal da, dass etwas passieren kann. Man ist fast ein bisschen zu überheblich in dieser Situation. Aber es ist schon auch sehr brutal. Ich meine, das ist gefühlt die erste Szene offensiv von Lugano und Jean Klöpf sind. Also sie zeigen, wie es geht mit dieser Effizienz. Ja, das ist ja das, was der Alex sicher gemeint hat, wo er will Klartext reden mit der Mannschaft. Er weiss selber auch, dass die Bälle, die man vorne nicht reinmacht, dass die das, solange du die Chance hast, dann wird es kommen. Aber du darfst natürlich hinten das nicht zulassen. Und das hat er ja eigentlich auch klar angesprochen. Und ich glaube, er weiss genau, was er jetzt der Mannschaft muss mitgeben für die nächsten Match. Also, er hat eigentlich eine klare Kommunikation jetzt gehabt. Und er wird das sicher klar ansprechen, dass man sich dann nachher hier nicht, wenn vorne schon kein reingeht, dass man dann einfach mindestens die Null hinten anheben kann. Haben die Spieler vielleicht auch zu viel riskiert gegen Schluss? Ich weiß nicht, es ist ja immer, wenn man selber auf dem Platz ist, dann hat man ein anderes Empfinden als von außen. Vom Platz hast du immer positivere Gefühle. Du kannst hinten einen Pfostenschuss bekommen und dann hast du den Ball wieder und dann denkst du, ja, ist nicht so schlimm. Und wenn du es von außen denkst, ja, das sind so Zeichen, dass etwas ändern könnte. Oder du schaust es negativer an. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft in dem Moment einfach unbedingt das Goal wollte schiessen. Vielleicht auch ein bisschen am Zweifeln war mit den drei Holztreffern. Gleich das Gefühl hat, wir werden einen machen und alles daran gesetzt hat. Und dann, wie gesagt, das sind so Sachen, da muss jetzt die junge Mannschaft lernen und dann mindestens halt dann das 0-0 mitnehmen. Und das hat er auch klar angesprochen. Ja, und dann ist kurz darauf aber das zweite Gegengol gefallen. Schauen wir auch noch ganz kurz auf diese Szene. Es ist eigentlich fast identisch gewesen. Also vom Eckball vom FCB. Ja, sicher, man war gewillt, vielleicht noch etwas zu retten und so, aber wie man hier jetzt wieder den angreift und man wird jetzt nachher sehen, dass der eine der bleibt jetzt dort einfach stehen, bremst ab. Latayev bleibt einfach stehen, bremst ab. Der gegnerische Spieler kann unbedrängt weiterlaufen. Und dann wird es hinten natürlich auch schwierig, um das zu unterbinden. Und man sieht ja, vier Luganese führen, die haben daran geglaubt, dass man da noch etwas machen kann. Obwohl, die hätten auch stehen bleiben und denken, ja, wir führen ja jetzt 1-0, ich gehe jetzt nicht mehr führen. Die haben das halt noch wollen. Und das ist so der letzte Wille in diesem Match, der vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Ja, wo man vielleicht auch noch ein bisschen enttäuscht war, dass es wieder kein Goal oder wieder kein Sieg hat können geben. Aber der Marvin Hitz sieht jetzt in dieser Situation auch nicht gerade hervorragend aus, sage ich mal, aber ihm kann man schlussendlich keinen Vorwurf machen. Ja, da müssen wir jetzt einen Goalie-Trainer fragen. Nein, ja, vielleicht hat er da an einem Top-Tag, hat er da, das kann ja sein. Aber ich glaube, das ist am Schluss dann auch nicht das Entscheidende gewesen. Jetzt auch den Fehler beim Goalie zu suchen. Ich glaube, man hat jetzt in diesen zwei Umschaltmomenten gesehen, dass man das anders hat müssen verteidigen. Also, es ist ja auch so, wenn man jetzt die Leistungen anschaut, vom Hitz, dann ist das sehr gut gewesen bis jetzt. Und jetzt hier bei dem letzten Goal in der letzten Minute, wo nachher in die andere Richtung sowieso nicht mehr weggegangen, jetzt hier noch irgendetwas wollen, beim Goalie festmachen, ist glaube ich falsch. Ja, und eben schlussendlich, es hat 24 Abschlüsse gegeben vom FCB und da müsste eigentlich das Spiel schon viel früher entschieden sein. Ihr zwei, ihr seid Stürmer gesehen. Wie ist das, Wenn du einfach kein rein will für einen Stürmer, was machst du? Gibt es da irgendwie ein Rezept? Nein, ich glaube, einfach immer wieder dranbleiben, natürlich stark bleiben auch und die nicht irgendwie verunsichern lassen. Das ist zwar oft einfach gesagt,
Weil wenn du in einem Lauf bist, dann noch manchmal von Positionen rein, wo normalerweise eben auch nicht reingehen. Und ist sicher auch so, wenn du jünger bist, dann nachher bist du schneller, hast schneller Fragezeichen und denkst, ja, warum und wieso. Und wenn du natürlich schon mal in einer Situation gewesen bist, wenn du gegen die 30 gehst, dann hast du schon ein paar Mal erlebt, dass vielleicht mal 5-6 Matches auch kein Goal geschossen hast. Also du findest einen anderen Umgang damit, mit der Zeit. Und ich glaube, das ist halt jetzt einmal im Moment ein bisschen an dem, was sie zu kämpfen haben. Aber wie gesagt, ich finde wichtig ist, dass man immer wieder zu diesen Chancen kommt, dass man die rausspielt. Und dann hängt wieder, wenn man dranbleibt, hängt auch wieder einer an. Und dann kommt man dann auch in die Situationen, wo sie wieder regelmäßig reingehen. Und wie frustrierend ist es als Trainer an der Seitenlinie, wenn du siehst, in den Spielen bekommen einfach kein Goal zustande? Ja, das ist natürlich schon schwierig, weil du siehst ja, dass sie die Aufwand nehmen, dass eigentlich auch im Spiel nach vorne vieles gelingt. Darum kommst du auch zu diesen Chancen und dann tust du dich nicht belohnen. Oder? Das ist, der Alex bleibt da relativ ruhig an der Linie im Moment, aber innerlich ist ja klar. Und dann hast du selber einen Knipser gesehen und hat die Goal natürlich, wo jetzt ein Teil nicht gemacht werden, halt hat auch oft gemacht und dann ist das natürlich momentan auch schwierig zu akzeptieren, aber du musst dich dem stellen und der macht ja das auch und gibt der Mannschaft ja eigentlich auch den Halt und die Unterstützung, das vermittelt ja auch die Überzeugung, dass die Kohle auch reinkommen. Ein neuer und junger Spieler ist der Andi Diouf. Er hat sehr gute Leistungen gezeigt, auch schon am Donnerstag hat er die Latte getroffen und auch gestern hat er die Latte getroffen. Schauen wir diese Szene kurz an, Ernie. Er ist schon vielversprechend für Zürich. Er ist wirklich sehr gut. Also er macht viel Freude und eben, er kann schießen, er macht das auch immer. Der Schuss ist noch ein bisschen abgelenkt. Ja, der ist noch abgelenkt worden, aber trotzdem, er riskiert etwas, er macht etwas, ist defensiv auch sehr stark. Er ist wirklich ein guter Spieler, aber wie gesagt, mit Schüssen und so sind sie eigentlich immer gut dran. Sie haben gut den Mila, der mit seinen Triplings eher von der Distanz trifft und der Börcher, der einen guten Schuss hat. Und so. Auch dem liegt es nicht unbedingt. Und auch so ein geht halt dann mal rein, wenn es passt. Aber eben im 16er, der dort innen alles durcheinander bringt, vielleicht auch mal Räume aufmacht für einen, der von hinten kann kommen. Diese Aktionen fehlen mir, weil mit Raum und mit Anlauf haben wir genug Spieler, die sehr gut sind, die jede Verteidigung durcheinander bringen kann. Aber sobald es dann in den 16er reingeht, vielleicht auch der letzte Pass mal oder mal die Übersicht in weiten Ecken schießen oder halt einmal in den Nachen, dort fehlt es. Und darum gehen manche auch nicht rein, schlussendlich. Oder? Weil da wird einer den Goal angeschossen, eben einer ist knapp vorbei, einer ist am Pfosten. Und das fehlt ein bisschen. Und wie gesagt, es nützt halt nichts, schöne Spiele machen und Goalchancen, wenn am Schluss Punkte nicht kommen. Irgendwann kannst du das, ich sage jetzt nicht akzeptieren, aber irgendwann tut das richtig weh. Und darum, es ist eigentlich schade für die guten Spiele, was am Schluss für ein Resultat übrig bleibt. Ja, und ein anderer junger Spieler, der aber noch nicht so eingeschlagen hat, ist der Saif Al-Latayef. Er hat gestern von Anfang an gespielt und den Pfosten getroffen. Wir schauen auch diese Szene schnell an. Aber Patrick, du arbeitest ja mit vielen jungen Talenten. Wie schwierig ist das, wenn es einem nicht so läuft? Was kann man dem Jungen mitgeben? Ja, ich glaube auch immer wieder im Training in die Situationen hineinbringen, weil wenn du das trainierst und dann das Erfolgserlebnis hast, dann nachher kannst du auf den Platz überbringen und eben einfach auch Stärke zeigen, dranbleiben, nicht einfach hadern, sondern positiv dranbleiben und dann nachher ich meine, er macht in dieser Situation alles richtig, 20 cm neben da ist er drin und wie gesagt, nächste Woche geht er vielleicht wieder rein. Aber es ist jetzt einfach das, was momentan halt auch ärgerlich ist, dass die Mannschaft sich im Moment nicht dort belohnt für das, was sie eigentlich zeigen dort. Ja, und wichtig ist natürlich auch, dass er Spielpraxis bekommt, wie er gestern jetzt auch bekommen hat. Er konnte durchspielen. Der Alex hat den Doi rausgenommen, nicht ihn. Also das ist sicher auch gut vom Alex Frey, oder? Dass er
der Junge auch die Spielpraxis gibt. Ja, ich glaube, er hat jetzt immer wieder mal ein bisschen angepasst. Und ich meine, es gibt immer die Diskussion, ist es richtig, tut man zu viel, zu wenig wechseln. Das ist die ewige Diskussion. Aber ich glaube, wenn du so wichtige Matches hast jetzt und auch, es geht ja nicht nur, es geht nicht darum, dass die Spieler nicht können Donnerstag, Sonntag spielen. Aber es ist doch auch immer wieder mal ein Beweis an die Mannschaft, dass man ihnen eben in der Breite auch vertraut. Das ist das eine. Und das andere ist, die Spieler können sich zeigen und aufdrängen. Und der mentale Aspekt ist auch da, wenn du mit dem Kopf frisch bist, vielleicht zwei, drei drin hast, die auch wieder im Kopf frisch sind und nicht nur vom Physischen her, dann hilft das auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist schon richtig, wenn man einen klaren Plan hat, aber auch gewisse, was den Stamm angeht, aber natürlich trotzdem auch immer wieder die eine oder andere Position dort mit frischen Leuten bestückt. Ein Junge, der bei dir in der U21 spielt, ist der Darian Males. Er ist gestern reingekommen und hat gerade eine riesige Szene gehabt. Schauen wir dort auch schnell drauf. Er hat in letzter Zeit ein bisschen Mühe, kommt auch nicht viel zum Spiel, aber hier macht er es wirklich gut. Ja, das ist jetzt eine Aktion, die er zum Schuss kommt. Ich meine, auch er hat schon seine Qualitäten. Er kann sie einfach zu wenig oder bis jetzt sehr wenig zeigt. Und darum ist er auch eine Zeit lang, hat er auch eine Zeit lang nicht gespielt. Aber wir reden jetzt von jungen Spielern. Das sind alles junge Spieler. Das ist es eben. Und wenn die Mannschaft noch ein paar Routiniers eben vielleicht in jeder Reihe noch ein bisschen drin hat, würde das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aussehen. Da hat es ja nur junge Spieler auf dem Feld, oder? Wo's auch recht gut machen. Und ich meine, Latayev, der hat letztes Jahr in der Challenge League gespielt. Das ist natürlich ein Riesensprung jetzt. Und für den Sprung, den er gemacht hat, spielt er sehr gut. Oder? Aber wie gesagt, das sind vielleicht sicher eine Position vorne im Zentrum, die sehr wichtig wäre, wenn dort mal eben so eine Knipse würde stehen. Ich bin überzeugt, da würde das schon viel anders aussehen. Und ich meine, beim Zalei hat man jetzt langsam gesehen, das reicht einfach nicht. Du kannst nicht in der Schweiz, auch in der Super League, keinen Erfolg haben, wenn du halt so langsam, so unbeweglich bist wie er und so. Ich meine, die Verteidiger sind jung, schnell und wendig. Also, da müsst wirklich zufällig gerade am rechten Ort halt auch können stehen. Aber das macht er ja nicht, obwohl er der Routine eigentlich wäre. Und ja, man hat gescheiter mal nicht mehr geschaut, ob man vielleicht gleich so einen Knipsen nicht mehr hat können engagieren, statt vielleicht zwei andere ähnliche Spiele zu holen. Aber wie gesagt, das im Moment muss man mal mit dem auskommen, was man hat. Und schwierig. Ich möchte noch ganz kurz beim Darian Males bleiben. Du hast ihn ja bei dir in der U21. Wie gehst du mit so Situationen um, wenn so ein junger Spieler nicht gerade oft zum Einsatz kommt? Redest du mit ihnen? Wie machst du es? Ja, jetzt habe ich gerade frisch angefangen, aber das ist eigentlich ein Teil von meinem Job, dass ich Kommunikation habe mit den Jungs in allen Vereinen. Ich kann auch sehr viele Matches schauen. Ich habe jetzt in den ersten zwei Wochen habe ich 9 Matches gesehen. Querbeet in der Schweiz, Challenge League, Super League und bin die Spieler anschauen. Der nächste Schritt ist, dass wir uns mit dem Staff zusammentreffen und den ersten Zusammenzug im September planen. Bis dahin möchte ich auch mit den Spielern anfangen, Kommunikation haben, sie treffen, austauschen und dann nachher halt auch so Situationen kurz besprechen. Und der Dari ist sicher jetzt in einer Situation, wo er muss wieder einen Schritt machen, er muss abliefern, er muss Präsenz haben, wenn er aufs Feld kommt. Er ist, als er von Inter zu uns kam, hat er am Anfang sehr viel gespielt und auch Goal gemacht, Scorerpunkte gehabt. Letzte Saison ist es ein bisschen harzig geworden. Und jetzt hat er einen relativ schwierigen Anfang, aber es ist wichtig, dass er jetzt da bleibt. Und es hat mich auch gefreut, dass er die Verantwortung übernommen hat gegen Brömpi, den Penalty geschossen hat. Und das sollte mir jetzt auch wieder ein bisschen Auftrieb und Vertrauen geben. Und jetzt haben wir schon gesehen, im Spiel drauf hat er doch schon wieder eine Aktion gehabt mit dem Schuss ans Lattenkreuz. Und ich hoffe, dass er jetzt da dran bleibt. Alex Frey, geht es ähnlich wie dir letzte Saison? Unglaublich viel Spiel in unglaublich kurzer Zeit. Wie schwierig ist das als Trainer, wenn du genau wüsstest, es wäre eigentlich so viel, um noch arbeiten mit dieser Mannschaft im Training, aber es geht halt einfach nicht? Ja, aber das ist natürlich, wenn du im Verein trainierst, der international tätig ist, ist das normal. Du hast einfach nicht mehr so viel Zeit. Klar kann man immer gewisse taktische Sachen anschauen, sei es in Bildern oder auch auf dem Platz, aber intensive Training
Trainings ist es einfach relativ schwierig, die einzubringen. Aber das ist halt ein Teil von dem Job, den man hat mit der international tätigen Mannschaft. Aber meistens ist es ja schon so, dass die Mannschaft so ein bisschen zusammenbleibt. Das heisst, du musst nicht von null wieder anfangen. Aber bei euch zwei ist es jetzt eigentlich so. Also bei dir noch viel mehr als eigentlich beim Alex, weil du fast eine komplett neue Mannschaft bekommst. Ja, aber es hat auch jetzt wieder viel Wechsel gegeben. Und darum, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man die Sachen richtig analysiert, die ja der Alex auch macht. Und dass man zusammensteht, Ruhe bewahren tut, gegenseitig einander unterstützen tut. Und dann nachher, ich glaube, die Mannschaft hat das Potenzial, dass sie die Saison schon ganz vorne kann sein. Und dann, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man im Winter und im Sommer nachher versucht, die Mannschaft jetzt zusammenzuhalten, dass man den Schritt wirklich bewusst geht. Und dann ist dann nachher nächste Saison eine gewaltige Mannschaft da. Aber ich glaube, jetzt mal wichtig ist, dass diese Saison richtig ins Rollen kommt. Und da braucht es einfach einen enormen Zusammenhalt. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Gut, vielen Dank. Wir sind leider schon am Schluss von dieser Sendung. Vielen Dank euch zwei, sind hier gewesen, Patrick Rahmen und Ernie Meissen. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse und weiterhin viel Vergnügen mit dem Programm auf Tele Basel.